Zusammen, ich begrüße euch auf meinem Kanal Deutsch mit Anushka. In diesem Video geht es um Verbpaare, die schwer zu unterscheiden sind. Das sind solche Verbpaare wie setzen, sitzen, stellen, stehen, legen, liegen, hängen, hängen, stecken, stecken. Dazu gehört noch ein paar. Das ist das Verb sich erschrecken oder erschrecken. Zu diesem Verb habe ich auf meinem Kanal ein extra Video gemacht. Wenn euch das Thema interessiert, schaut rein. Ein Link dazu lasse ich unten in der Beschreibung. Diese Verben wie sitzen und setzen, stellen und stehen und so weiter sind sehr ähnlich. Und obwohl sie sehr ähnlich sind, handelt es sich um zwei verschiedene Verben. Das erste Verb ist immer ein transitives, ein schwaches Verb und das zweite Verb ist ein intransitives, ein starkes Verb. Das erste Verb benutzen wir immer im Akkusativ, so mit Akkusativ und das zweite benutzen wir mit Dativobjekt. Also wenn ich das Wort setzen benutze, dann antworte ich auf die Frage, wohin? Also transitives Verb drückt eine Bewegung aus. Also wohin bewege ich mich? Und das zweite Verb, zum Beispiel sitzen oder stehen oder liegen, antwortet auf die Frage, wo befindet sich etwas? Also diese Verben drücken ein Resultat, ein Ergebnis oder einen Prozess aus. Ich habe diese Verben für euch in einer Tabelle zusammengefasst, damit ihr diese Verben besser unterscheiden könnt. Wie ich schon gesagt habe, das erste Verb ist immer ein transitives Verb, also ein schwaches Verb und antwortet auf die Frage, wohin. Und das zweite Verb ist intransitives, starkes Verb und antwortet auf die Frage, wo. Wenn wir also das erste Verb benutzen wollen, dann antworten wir auf die Frage, wohin und brauchen Akkusativ. Setzen Sie sich auf das Sofa oder in den Sessel. Das ist bequemer. In diesem Fall antworten wir auf die Frage, wohin soll ich mich setzen? Auf das Sofa oder in den Sessel. Und an dem Artikel erkennen wir, also an dem Artikel das und den, erkennen wir, dass es sich um Akkusativ handelt. Wenn wir das Verb sitzen, saß oder hat gesessen benutzen, dann antworten wir auf die Frage, wo. Paul sitzt auf dem Stuhl. Wo sitzt Paul? Auf dem Stuhl. Ich sitze im Sessel. Wo sitze ich? Im Sessel. Das zweite Paar, stellen und stehen. Also wenn wir das Verb stellen benutzen, dann antworten wir wieder auf die Frage, wohin? Er stellt Milch in den Kühlschrank. Wohin stellt er die Milch? In den Kühlschrank. Akkusativ. Stellt das Auto in die Garage. Wohin soll ich das Auto stellen? In die Garage. Wieder Akkusativ. Das zweite Verb, stehen, stand, hat gestanden, antwortet auf die Frage, wo. Das Auto steht in der Garage. Wo steht das Auto? In der Garage. Dativ. Weingläser stehen im Schrank. Wo stehen Weingläser? Im Schrank. Dativ. Das dritte Paar, legen und liegen. Wenn wir das Verb legen benutzen, dann antworten wir auf die Frage, wohin und brauchen wieder Akkusativ. Meine Oma legte immer die Schlüssel unter die Fußmatte. Wohin legte die Oma die Schlüssel? Unter die Fußmatte. Akkusativ. Liegen, lag, hat gelegen. Sie liegt auf dem Sofa und liest. Wo liegt sie? Auf dem Sofa. Hängen und hängen. So, im Präsens sind diese Verben absolut identisch. Aber sie unterscheiden sich in der Vergangenheitsform. Hängen, hängte, hat gehängt. Und diese Formen benutzen wir mit Akkusativ.
Und hängen, hing, hat gehangen, benutzen wir mit Dativ. Jeden Morgen hängte ich meinen Mantel in die Garderobe. Also wohin hängte ich meinen Mantel? In die Garderobe, also in einen Schrank, wo alle Kleider hängen. Oder sie hat ihre Jacke an den Haken gehängt, also an Kleiderhaken. Wenn aber wir den Prozess ausdrücken wollen, das Ergebnis, jeden Morgen hing der Mantel in der Garderobe, ne? Oder die Jacke hat am Haken gehangen. Ja? Das ist schon das Ergebnis. Wir sehen, dass der Mantel sich in der Garderobe befindet, dass er dort hängt oder hing oder hat gehangen. Genauso wie die Jacke. Also wir sehen, dass die Jacke am Haken hängt oder hing oder hat gehangen. Das letzte Verb ist stecken. Also dieses Verb können wir auch mit Akkusativ, wenn wir die Bewegung, die Richtung ausdrücken wollen. Und wenn wir das Ergebnis ausdrücken wollen, benutzen wir Dativ. Steck deinen Schlüssel in das Schloss. Also wohin soll ich meinen Schlüssel stecken? In das Schloss. Ich stecke meinen Schlüssel in das Schloss, damit ich die Tür aufmachen kann. Jetzt, wenn ich meinen Schlüssel suche und ihn nicht finden kann, dann schaue ich und sehe, dass der Schlüssel im Schloss steckt. Ja, das ist sozusagen das Ergebnis. Ja, wo befindet sich mein Schlüssel? Im Schloss. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass mein Video euch hilft, diese Verben besser zu unterscheiden und sie richtig zu benutzen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir bitte in die Kommentare und wir sehen uns bald im nächsten Video. Ciao, ciao, mach's gut und danke fürs Zuschauen.